Haben wir es komplett verkackt und könnten schon längst Leute kaufen? Ach du Scheiße. Naja, gut. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Guten Morgen, Herr Kelly. Hallo und herzlich willkommen zu Formel 1 Manager 2022. Wie wird der besser? Guten Tag. Sanford, super, super Sanford, super Maxus Sanford. Wir sind nämlich in Sanford, falls ich es nicht mitgekriegt habe, und der war übrigens auch mit dabei. Hallo. Hallo. Wenn ich der Duhin wo reinfuhrt, wo reinfuhrt. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Holländisch nicht sein Schweizer Krabs ist, und dann war es alles schon für die Kanz. Na, für den Max. Ja, Sanford steht im Programm. Regen übrigens, Kenny. Willst du wirklich noch ein Rennen machen? Hast du da ja Bock drauf? Irgendwann müssen wir da durch. Oh mal Abwehr rein. Dann sind wir irgendwann über 80. Das wäre da auch fein. Beim Gasly. Und wie schaut's beim Touren aus? Was macht der? Ah, ist er spannend. Next. Da haben wir kein Level Up. Da auch nicht. Da auch nicht. Da waren wir schon. Und der auch nicht. Okay. Gut, wie schaut's denn eigentlich aus wegen den Autoteilen? Hat irgendwer was geschrottet? Ja, der Frontflügel. Ja. Da fehlt einer. Naja, bei dem Unfall, also dass ich da ganz was verbogen hatte, da hatte ich schon gedacht, wäre zumindest das Mindeste bei dem Einschlag. Ja, kann schon sein, ja. Normal, schnell, Notfall. Nee, dann normal. Ist ja nur der vierte. Heckflügel? Oh, auch? Oder ist der noch in Entwicklung? Irgendwas produzieren wir nämlich, oder haben wir produziert? Ja, Heckflügel, okay. Passt. Dann haben wir das. Unterboden, das passt. Und Flügel machen wir eben den einen. Seitenkasten passt und Aufhängung fehlt ein. Achso, gut, die war eh scheiße, dann nehmen wir die ja, ich wollte gerade sagen, das war die mistige, die wir da nicht so ganz so gut entwickelt haben. Nice. Da haben wir kein Mau mehr da. Jo. Die Mau kriegen wir aber gleich wieder. Jo, miau. Gleich gibt's auch die neue Fabrik. Tada! Geil. Wir haben eine neue Fabrik, Kenny. Entwicklungstempo von 9 auf 18%. So, das ist stark. Projektkapazität. Nice. Eine Schraube noch zu entwickeln dabei, ne? Ja. Mhm. Wenn wir im Lotto gewinnen, dann. Was kostet? No, das geht ja sogar. 28. Wow. Das ist das Design-Setup teurer. Mit dann 32. Machen wir noch fünf Rennen so abschließen, wie wir es jetzt gemacht haben. Dann passt es dann. Dann easy. Der Rest schimmelt uns dabei weg, aber hey. Egal. Das sieht tatsächlich noch ganz gut aus von den Werten. Hubschrauber schimmelt uns als nächstes weg. No. Modernisieren. Achso, geht gar nicht. Aha. Okay. Müssen wir warten, bis es wegschimmelt. Okay. Vorstandsbüro. Teamattraktivität wird nochmal um 20 steigen. Ich überlege halt, wie wir halt an bessere Fahrer kommen. Außer Elben. Wie wir uns vielleicht im nächsten Jahr noch wen anlachen könnten. Hm. Wenn wir halt da die Teamattraktivität noch weiter hochballern. Ja. Und ich glaube, am Ende vom Jahr wird dann das hier aktualisiert, diese Teamwertung. Die ist im Moment ja nur etabliert mit diesem 461. Weißt du, wie es letztes Jahr war?
Nee. Nee, leider nicht mehr. Also ich könnte jetzt eine ganz neue Saison anfangen zum Beispiel, dann wird man sehen, aber ja. Aber ich habe bei einem anderen Let's Play gesehen, dass dann halt die Teamwertung aktualisiert worden ist und der halt dann im besser geworden ist. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn wir Vierter sind, dann könnte man vielleicht nach vorkommen zu bemerkenswert oder verehrt und dass man dann vielleicht eher Erfolg haben und bessere Fahrer abgreifen können. Frage ist nur, wann das aktualisiert wird. Ergebnissen eines Teams in den bei den letzten 4 Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaften. Mhm. Ja. Hm. Das heißt, da könnte man noch einen Satz nach vormachen und dann eventuell interessanter werden halt für Top-Fahrer. Ich kann mir vorstellen, dass das alles am 31.12. abläuft, wenn auch die Fahrerverträge und so weiter auslaufen. Also vielleicht hätte man dann am letzten Tag eine Chance, irgendwen zu verpflichten. Wenn das quasi aktualisiert worden ist und alle ihre Verträge verlieren zum 31.12. hin. Ja. Weiß ich halt nicht, ob es noch was bringt, wenn ich jetzt das Vorstandsbüro auch noch auf volle Pulle knall. Keine Ahnung, ist aber so, wir sind jetzt gerade recht gut dabei. Die brauchen ja nicht noch anders ihren Arschplatz sitzen. Nicht wegen dem Zuwachs, sondern einfach wegen der Attraktivität. Dass wir halt noch einen besseren Fahrer vielleicht kriegen könnten. Oder wir machen es halt, dass wir mit Duren einfach durchziehen. Oh, Freude. Hatte ich halt den Kommentarschreiber auch geschrieben, der meinte mit Elben eventuell probieren. Er hat auch gemeint, irgendwie wenn dann so ein Spitzenfahrer und wenn nicht, dann wäre es halt vielleicht echt ganz romantisch, so einen Typen hochzuziehen einfach. Weil ich so gern sehen würde auf dem Podium dann und dann nimmt er seinen Helm nicht ab, zum Beispiel. Was ich halt schon überlegt habe, dadurch, dass Duren ja nun mal kein Gesicht hat, kann der jemals irgendwie ein Rennen auf dem Podium abschließen? Ja, das glaube ich schon, aber er nimmt halt den Helm nicht ab. Das wäre halt so geil, das mal zu sehen. Ich stehe da mit dem Helm da oben drauf. Ja. Ey. Das habe ich halt noch nirgendwo gesehen. Und das wäre halt schon cool, das einfach durchzuziehen. Aber es dauert halt echt lang. Also da müsste man wahrscheinlich noch ein paar Saisonen fahren. Ja. Da bin ich ein bisschen unschlüssig. Wie ist deine Meinung dazu? Ich habe halt ein Problem mit Duren. Ich finde ihn halt so scheiße. Ich kann ihn nicht leiden. Ey. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine an sich, ich kann auch deine Sicht verstehen, dass es halt nice wäre, so ein eigenes Dingens da hochzuziehen. Ich meine, das könnte man auch mit wem anderen machen, theoretisch. Also mit so einem Westie könnte man das halt auch machen. Ja, aber wir haben jetzt, ich habe den Arsch 2 Jahre lang ertragen jetzt, ne? Ich glaube, der Hass, der ist schon gewohnt jetzt. Das kriegen wir wohin. Vor allem, ich habe mich ja bei dir auch mit Gassi durchgesetzt. Also du hast ja natürlich auch noch einen Fahrer haben hier. Hey, danke. Du kriegst den Deppen. Ich wünsche mir Vettel. Wie wär's damit? Halt irgend so ein generierter Fahrer, das wäre irgendwie schon ganz cool. Weil muss halt echt nicht Duren sein, es kann auch wer anderes sein. Die Frage ist nur, ob die halt besser sind. Ja, vor allem die Christi halt in der Zeit entwickeln die sich nicht. Es gibt ja so ein paar zufallsgenerierte Fahrer. Aber wobei, da sind halt 50er, 60er dabei. Der halt jetzt bei Haas zum Beispiel wäre, der Pocher. Bei dem weiß ich zum Beispiel, dass er das beste Wachstumspotenzial hat. Mhm. Also steht ja auch hoch da, aber der hat noch ein paar mehr Prozent als Duren und Westi. Okay. Hm. Halt dann 0, was weiß ich, 0,3 mehr oder so. Also der hätte das Potenzial, richtig gut zu werden. Aber es ist halt dabei, das ist halt dabei auch kacke. Da macht es auch nicht viel Unterschied, wenn man den Duren halt einfach weiter hochzieht, glaube ich. Wir haben den jetzt schon so lange mit durchgezogen, ey. Auch wenn er guckt wie so ein Eichhörnchen.
Ja. Das ging halt beim Motorsportmanager cooler. Auf so Jungspunde zu setzen und die haben sich ja dann echt gut entwickelt. Ja. Und da entwickelt sich halt der Testfahrer besser als der Nummer 2 Fahrer. Also what the fuck. Aber der Testfahrer hatte doch vorher auch schon höhere Punkte, oder? Nee. War schon 76, echt nicht? Nee. Scheiße, ey, oh Gott, Alter. Du, ey. Der britische Australier, ey. Wie viel Abpfeife. Ja. Okay, wie schaut's denn aus? Haben wir noch irgendeine Mauer zur Verfügung? Sind schon neue Mauer da? Haben wir da Mauer? Oh, warte, zurück. Haben wir da Mauer? Ja, da haben wir Mauer. Ja, miau. Aber wir wollten ja jetzt nur noch in die nächste Saison investieren, ne? Ja, ja, hätte ich gesagt. Ja, macht doch mehr Sinn. Chassis haben wir 1 abgeschlossen. Frontflügel 1, Heck 0. The winner is Chassis. Na komm, machen wir Heckflügel. Müssen wir das jetzt nicht durch 5 teilen? Durch. Achso. Wir haben doch jetzt 5 Projekte frei, oder? Theoretisch ja, aber wir haben schon welche am Start. Ah, okay. Genau, brechen wir mal ab, wie lange sind die denn noch am Laufen? Aktuelles Projekt. Fertigung. Hier, 13 und 31 Tage. Ja, durch ja, 4 wir haben 55 so. Tage am Laufen, ne? Ja. Stimmt schon, ja. Hat er schon recht, der Kenny? Dass wir nicht alles in einen reinballern. Ja, dass wir halt die Zeit halt nutzen, das einigermaßen aufteilen, so, ne? Dass so, dass sie überall auf jeden Fall passen, mal einmal durch sind. Mhm. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Nachdem wir uns ja selber geschwächt haben, weil wir so Schlauköpfe waren. Wir? Ah, wild, ey. Machen wir 1,1 und 12? Ja, machen wir. Okay. Wenn es denn beim Verbessern hilft. Ja. In alles reinknallen? Ja, wie schon mal, oder? Das ist so schade, dass man da halt nicht sieht, auf welchem Platz wir dann wären. Dass alles so im Dunkeln abläuft. Dass wir da keine Spione haben bei den anderen. Allgemein wäre zumindest mal verbessern gut und nicht rückwärts gehen. Oh, aber doch nur 10 Ingenieure? Oh, echt? Mr. Design. Braucht man das Designzentrum oder? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Das ist ein Projekt. Müssen wir nochmal beim Ausbau schauen, wo es Ingenieure gibt. Wo das hochgeht. Ja, pschieß. Ja, dann können wir auch nicht so viel verwenden. Also im Moment haben wir sowieso nur 4 zur Verfügung. Ja, dann setzen wir mal 2 ein. 73 Tage? 73 Tage? Boah. Geht sich das überhaupt noch aus in der Saison? ja, sollte klappen. 73? September, dann haben wir einen ganzen bis September, Oktober. November. Bisschen ja, November das geht auch dieses Jahr noch fertig, ja. Dann haben wir aber Heckflügel nur einmal. Scheiße. Da weiß ich halt nicht, was es bringt, ob es besser wäre, das zweimal zu machen und davor dann halt nicht so hohe Werte reinhauen oder ob es auf einmal und hohe Werte besser wäre. Ja. Könnte man vorstellen, dass die schwierig. Halt mit mehreren Projekten dann intelligenter werden und dann beim nächsten Mal schon besser arbeiten. Ja, ich würde schon in einmal gut ballern, glaube ich. Okay. Ich glaube, dann nehmen die parallel dann ja auch mehr Erfahrung mit, oder?
zwei Ingenieure, oder? Ja, der Unterschied ist dann nur mal 6 Tage. Haben wir denn noch? 4. Ja, dann macht 2, dann haben wir noch 2 fürs andere Projekt. Ja. Passt. Na, dann lass mal gleich eben beim Umbau einmal gucken. Hallo! Was denn? Hass? Wieso? Was denn? Wieso kann ich nicht wieder forschen? Was soll denn der Scheiß? Weil da jetzt 5 Sachen drin sind, oder? Ja, aber es ist ja nur bauen. Ja, aber es sind 5 Sachen. Bauen nicht, was völlig egal. Du hast 5 Projekte. Oh, okay. Echt? Jetzt aber? Ja. Ist doch noch falsch, oder nicht? Das zählt so, okay. Ich dachte, bauen wäre davon abgeschlossen. Also ausgeschlossen. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Baut so euren Scheiß. Schau mal, wo Dingens ist hier. Einmal die ausbauen. Nee. Check in nicht. Jetzt haben wir noch 3 Projekte, 3 Forschungsprojekte. Okay, dann schauen wir mal bei den Ausbauten. Wo wir noch Leute herkriegen. Da glaube ich nicht, oder? Projektkapazitäten, ey. Ach, welche Projekte? Das mit dem Bauen halt? Ah ja, Autoteilherstellung, Erforschen und sowas, alles, das sind alles Projekte. Das hier, Autoteilentwurf. Ach, das ist nur das Bauen. Achso, scheiße. Oh Gott, ach du Scheiße. Fuck. Och nö, jetzt haben wir richtig reingefickt. Ja, richtig schlecht. Sie bauen halt, also Entwicklungstempo ist aber auch wieder eigentlich. Was ist jetzt Entwicklung? Entwicklung und Autoteilherstellung. Was? Das ist doch 2 unterschiedliche Sachen. Das eine ist Autoteile herstellen, das andere ist Entwicklung. Ja. Das ist für die Herstellung von den Teilen. Also wenn die Teile produzieren. Wenn die neue Heckflügel und sowas alles erstellen. Ja, das ist kacke. Das ist, oh Mann. Ja, dann ist halt Design. Ja. Dann haben wir ins Design reingekackt. Oder müsste man ins Design reinkacken. Aber wir kriegen keine neuen Ingenieure dazu. Gibt es da nirgendwo etwas, wo du noch Ingenieure dazu kriegst? Projektkapazität, Entwicklungstempo. Und da haben wir. Ja, in irgendeinem von den anderen Bereichen. Doch. Personal. Wir müssen es kaufen. Oder? Warte mal. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Haben wir es komplett verkackt und könnten schon längst Leute kaufen? Ach du Scheiße. Naja, gut. Alter, seit wann kann man das machen? Keine Ahnung. Vielleicht wahrscheinlich erst, wenn es die neue Fabrik gibt, oder? Das ist jetzt bitte, ja, bitte. Ist alles gut, ist nichts passiert. Boah, ich überlege, ob ich einen neuen laden soll, weil... Naja. Im Moment nutzen wir es halt nicht maximal aus. Boah, ich glaube, ich lade neu, oder? Oh Gott. Dann können wir mehr Leute zuteilen. Mach. Weil sonst, ja, dauert es 10 Tage, bis wir das wieder machen können. Fuck. Naja, liebe Leute, also gut für euch zu wissen, man kann auch da was einstellen. Ja, neuer Monat, ja, ist in Ordnung, bla. Das hat noch vor der Fabrik. Wir hätten das schon ein ganzes Jahr lang machen können, Alter. Und ein halbes Jahr. Oh Mann, ich fühle mich gerade so richtig dumm. Dann lad neu. Ja, ich habe ja schon neu geladen. Ich habe ja schon neu geladen. Wie kann man nur so blöd sein? Aber gut, jetzt wo wir das wissen, dann brauche ich ja die Mauer auch nicht mehr teilen durch 5, sondern dann teilen wir es wieder durch 3, weil wir können eh nicht mehr Sachen machen. Wir haben nur mehr Leute zur Verfügung. Geht so, dass die Sachen dann schneller. Denke ich jetzt auch wieder völlig falsch, aber ja. Reinballern. Boah, Alter. Manchmal könnte ich mir selber die Fresse hauen.
Hier, guck mal, mit 6 Leuten wird schneller gehen. Oh, fuck. Ja, hau mal 5 rein. Dann haben wir noch 4 Leute. Und für was wolltest du die benutzen? Ja, stimmt. Hau mal 6 rein, das ist das Maximum. Gut, dann haben wir nur noch 3 untätige Leute. Untätige. Untätige. Töten mag ich es auch alle. Mann. Hasse es. Ein Frontflügel, danke. So, also. Hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Qualifying-Rang, ja, da könnte man Q2 auch draus machen, oder? Ja. Mit einem Fahrer. Mit einem Fahrer schaffen wir das wohl. Da ist der PR ist doch ganz brauchbar, der Herr. Ich weiß nicht, ob wir Q3 auch machen sollen. Normalerweise gelingt's, aber... Ja, ich, Sandford ist jetzt nicht unbedingt eine Highspeed-Strecke, oder? Ja, komm, mach Q3. Ja, Q3 auch wir noch. Brauchen, alles raus. Wir brauchen das Geld. Na klar, wir werden auch Erster einfach direkt. Und wir gewinnen, Runde. Wir gewinnen Spar auch noch im Nachhinein. Zielplatzierung, so Anzahl der Fahrer 2 in den Top 12. Na klar. Da sehe ich ja gar kein Problem bei Duen. Und Qualifying-Rang, ja, Platz 14. Ne? Jetzt scheißen wir aber so richtig rein hier. So, wie wär's, wenn wir da Platz 10 machen? Klar, super Idee. Ah, dafür kann ich die Glücksstrinnen verringern. Hm. Oha. Okay, krass. Siehst du die Werte? Ja. Das ist schon übel. Okay, krass. Hohoho. Ein hohes Risiko, aber krass eigentlich. Was soll man riskieren? Ja, 3-mal mit einem in die Top 10 müssen wir es schaffen, oder? Na, na klar, schau mal. Machen wir 3 oder 4? Jetzt bin ich angefixt. Ja, aber dann musst du halt immer so lange warten auf die Kohle, ne? Ja, da machen wir 3. Stimmt. Und außerdem, dann klappt es vielleicht beim dritten Rennen nicht. Ja. Und dann bin ich nicht so entspannt. Okay. Du musst natürlich drauf zahlen dafür. Wie schaut es denn da aus? Habe ich da jetzt das Punktteil investiert in alles? Ja. Passt. Speichern. Jetzt wird es ja richtig voll in der Box. Also die nächste Einblendung, die ich sehe. Kann man 10 Leute anleuchten. Ja. Das ist so ein Disco-Show, so Festival, wenn du. Wie cool das wäre, wenn das wirklich animiert wäre, je nachdem, wie viele Leute man hat. Bei Haas stehen so 2 Leute drinnen. Red Bull voll. Ja, ja, passt. Ansonsten. Brauchen wir eh nichts. 5 Millionen haben wir am Konto. Entweder warten aufs Designzentrum. Boah. 32. Oder vielleicht halt echt mal reinhauen ins Vorstandsbüro für die Attraktivität. Aber dann ja, weiß aber ich auch nicht. Hole ich mir dann echt, würden wir uns dann andere Fahrer holen? Ich weiß es nicht. Wenn halt so ein Leclerc verfügbar wäre. Ja, okay, aber also, was ist das denn für ein Team, Alter? Leclerc und Gasly, Alter. Wäre schon nicht schlecht, oder? Vor allem Leclerc, Gasly ist Nummer 1 Fahrer. Was dem Spieler, glaube ich, eh egal ist. Mhm. Wie so vieles. Ja. Dann. Ich wollte es nicht sagen. Ich hab's mir mal verstanden. Ich hab gedacht, okay, halt aber die Klappe. Ab da, Sandford. Es ist ein weiteres historisches F1-Wochenende hier in Sandford. Die Strecke hat viele unvergessliche Momente. Da regnet es ja jetzt schon. Die Runde auf 3 Rädern beim großen Preis von Holland 1979, die ihn den Sieg kostete. Welche Aufregung uns wohl dieses Jahr bevorsteht?
Duren. Auf dem Circuit Sandford wird es nie langweilig. Er ist schnell, sehr schnell, mit langen Geraden und breiten Kurven. Aber es gibt auch zwei Steilkurven, wo aerodynamische Verbesserungen unseren Fahrern sicherlich helfen. Die Saison ist fast vorbei und den Teams läuft die Zeit davon. Kann jemand in letzter Minute aufholen? Kannst du mir helfen, meinen Helm abzusetzen? Hallo? So weitermachen? Ich kann gar nicht sehen, wo bin ich denn? Wo ist denn mein Auto? Hallo? Meine Damen und Herren, das ist die Frau, die mal alle anleuchtet? Ich habe meine Sonnenbrille dabei. Also was ich gerade sagen muss, was ich richtig cool finde, ist, dass sich das Intro da auch verändert hat. Dass da plötzlich auch regnet. Ich dachte immer, das wäre so ein vorgefertigtes Filmchen, aber dass das reagiert aufs Wetter, das ist geil. Gut. Ja, man muss ja auch was Positives mal sagen. Ja, mir ist es halt nicht aufgefallen. Gut. Schön. Wenn ihr checkt. Und ihr kriegt sogar mal Intermediates. Okay. So bin ich zu euch. Gopi, Gopi. Should be green now. Wir sollten jetzt grüne Reifen auf dem grünen Auto sein. Boah, Duren wird aber auch von Alben gescheucht, ey. Schneller, los! Ich nehme dir eventuell deinen Platz weg, haben die Kommentare gesagt. Nein. Ne. 99%? Hohoho! Und Virtual Safety Car. Und bam. Wer hat's weggeschrottet? Virtual Safety Car. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Elben, sehen wir uns das genau an. Elben, ich glaube auch, den werden wir uns holen. Der Fahrer ist darin verwickelt. So, oh ne, Elben ist es. Meine Güte, damit konnte niemand rechnen. Damit konnte keiner rechnen. Nee. Da hat Elben sein Auto kaputt, wäre das unwahrscheinlich. Können Sie sich davon erholen? Können Sie sich das leisten? Oh, gibt's wieder Dresche von der Mama. Okay, und der 78. Da habe ich, glaube ich, eventuell reingeschissen im Setup. Ach was, Vajo. Ist der Einzige, der noch rumfahrt. Hallo, Leute. Was ist denn hier überhaupt los? Hallo, wie funktioniert das alles? Ja, meine Güte. Oha, Hamilton, Alonso und Strolle. Und Stroll, ja. Hallo und vielen Dank, dass Sie bei diesem Rennwochenende dabei sind. Das freie Training ist beendet. Ach, er wollte uns schon verabschieden. Zeit zum Entspannen bleibt nur sehr wenig, da jeder einzelne Fahrer im Qualifying sein Bestes auf der Strecke geben muss. Sie müssen an ihre Grenzen gehen, wenn sie einen Startplatz erkämpfen wollen. Man weiß einfach nie, was im Qualifying passiert. Machen Sie es sich gemütlich, denn es wird eine spannende Fahrt. Ja, vor allem mit dem Auto, was dann da halb in der Luft hängt. Und gleich fliegt zu gehen. Hui! Nein, da ist ein Stroll, okay. Das ist das Licht. Und Duren auf, was heißt, 12? 12, ja. Auch mit dabei. Ah, okay, 86 immerhin und 98. War das nicht auf 99 vorher schon? Hallo! Ihr Trottel. Gut. Teile. Neue Teile. Ob wir das durch die Saison kriegen, weiß ich halt echt nicht. Nee, also ich glaube, das wird echt. Ich glaube, wir müssen alles tauschen. Obwohl wir im letzten Jahr auch 6. Haben wir 6% verloren, ne? Wenn die das nicht wegficken, dann müsste es eigentlich passen. Ja, 5 sogar nur. Ja. Wenn die das nicht mehr wegficken. Gefällt mir dieser Optimismus. So, was meinst du? Hält der Duren, schafft es der Duren überhaupt runterzufahren? Oder geht denn wieder der Sprit aus? Ja, ich glaube, diesmal schafft das durchzufahren. Also zumindest vom Benzin her, was er jetzt macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich vergessen sie ihm die Reifen aufzuziehen. Haben wir Vertrauen in ihn, okay. Radio check. Radio check. Ja, hallo, was mache ich hier? Ich sitze auf der Toilette fest. Hilfe, hallo.
Ruf den Türenmann. Der Türenmann, das war auch so ein Klassiker. Ein Kenny-Klassiker. Hallo? Ich habe den Schlosser gesucht. Okay, freie Bahn, das passt gut. 23,9, 24,0. Und 21,2, 21,4. 5,4, okay. Du und wieder recht nah dran. Sonst nur die anderen Dings mit dabei, da die Alpha. Auf der, an der, auf der Strecke. An der, auf der Seite. War komisch, oder? Sonst fährt ja der Rest auch mal jetzt immer schon raus. Eigentlich schon, ja. Das ist kein Problem, lasst euch Zeit, Jungs. Trocken übrigens. Bottas und Vettel vor Duhen. Ja. Bottas, Duhen. Claire 0,3, es geht. Hamilton. Blach. Oh, Perez hinter uns. Der ist schön aufgehalten worden. Ja, kommen jetzt noch ein paar Sainz, Russell, Verstappen. Alonso auch noch wahrscheinlich. Q2 und 3 haben wir gemacht als Ziel, ne? Mhm. Für einen Fahrer. Also Gasly, safe. Ja. Aber Duhan? Der 12? Sainz geht noch vorbei. Boah. Ich schicke ihn nochmal raus. Ja, will ich auch machen, auf jeden Fall. Auf neue Reifen, oder? Wie meinst du? Ja, komm. Los. Bevor er es am Ende gar nicht schafft. Und gleich raus oder mit der Gruppe? Jetzt ist gerade viel los, ne? Ich weiß nicht, ob ja, die... jetzt gleich ist, landet er irgendwo im Verkehr. Ja, ich weiß nicht, wie lange die noch fahren. Okay, die kommen alle rein. Ja, komm, probierst du hin. Ja, okay, passt. Auf Platz 14. Ja, gut, dass der nochmal rausfährt. Hauptsache, verbessert sich auch, ne? Mhm. Wow. Oh, Mann. Danke, du Trottel. Frische Reifen für den Arsch. Na, zweite zumindest verbessert, persönliche Zeit verbessert. 1,1 ist er hinter Verstappen. Okay. Und 1,0. Eigene Zeit wenigstens verbessert, oder? Ja, das schon. Aber, na, trotzdem. Da müssen wir ein bisschen hoffen, dass der Magnus nicht noch irgendwie mal so einen Glanzmoment oder sowas hat. Ja. Elben ja theoretisch auch schneller, oder? Im Alpha Tauri? Traut man mehr zu fast. Mal schauen. Ich hoffe mal nicht. Stroll durch. Magnussen durch. Magnussen durch, okay. Ja, durch, Berg fertig. Elben hat sich verbessert, aber reicht. Und warum auch immer du ihn da so schnell abgeschnitten hat. Ja, aber echt. Übel, ey. 7,14, okay. Oh mein Gott, das liegt uns da. Das macht der schimmlige Mercedes da vor uns und der Ocon.
Schieß. Ja, neue Reifen, ja. Er schafft's eh nicht ins nächste Kuh. Radio check. Check Radio 1, 2, 3, check Radio. Should be green now. Guten Tag, hallo. Guten Tag, hallo, ist jemand da, hallo? Ich versuche nach Melmark zu rufen. Ja, passt. Freie Bahn. Nach Melmark zu rufen. Und 21.3. Hab schon 0,3, also der Klassiker. Ocon verbessert. Ach! Scheiß Ocon! Was soll denn das? Brav, die fahren auch beide in die Garage zurück, das ist auch gut. Hey! Das ist eine enorme Verbesserung. Aduin, ey, der kommt überhaupt nicht klar auf der Strecke. Hm. Der ist ja so langsam. Und gleich wieder raus. Leclerc auf jeden Fall noch, Russell Olano. Okay, die kommen rein. Soll ich es losschicken? Ja, versuch's. Beide? Pff, meinst du, Gasly ist in Gefahr? Russell, Vettel und Leclerc könnten noch vorkommen. Naja, Alonso vielleicht. Könnte auch Bottas noch wieder einen ganz Moment haben. Hm. Na komm. Ja. Solange der Vettel uns jetzt nicht noch überholt. Ja, schaut gut aus. Mal schauen. Aber ich hasse die Strecke auch. Ich mag sie so gar nicht, ey. 23,9. So eine Strecke, ey. Nee. 23,5, 23,6. Du kannst gleich vergessen, die Runde. Bei Gasly war es 0,6 der Abstand, ja. Oh. Ja. Danke für gar nichts. Das war es dann mal mit Duhen. Schauen wir mal, wie es mit Gasly ausschaut. Ah, ich hoffe, Gasly schummelt sich da noch irgendwie drüber. Aber Russell auch auf 12 und Alonso auch nur auf 11. Stimmt, ja. Wäre lustig, wenn Alonso ausscheidet. Oder Russell. Oh, Russell. Russell ist durch. Alter Schwede. Alonso auch? Oh, okay. Oha. Es regnet aber nicht. Hä? Interessant. Ein kleines Favoritensterben in der Runde. Also, was ist Favoritensterben? Aber Leute, die man eigentlich weiter oben erwartet. Ja. Favoritensterben und Alonso, Russell, Schumacher. Und Duin. Ja, das ist doch der Favorit. Oh, oh Gott. Das war der Witz daran. Ja, Entschuldigung, ich lache ja schon. Ah. Hamilton hat ja noch die Strafe, okay, das heißt, wenn der vor uns ist, ist es nicht ganz so schlimm. Okay. Gut. Start eben. War halt echt nicht so geil. Copy. Nee.
hab so die Befürchtung, dass die anderen halt doch voll rein investieren ins heurige Jahr. Weil, das wäre natürlich schlecht. Wenn man sich so die Daten angeschaut hat, wir waren auch irgendwann mal Dritter oder sogar Zweiter bei niedrigen Geschwindigkeiten. Und das waren wir beim letzten Mal nicht mehr, da waren wir dann irgendwie Siebter oder Achter. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht nur an das Teil geht oder ob das allgemein das Auto ist. Hm. Ich glaube schon allgemein das Auto, weil es, glaube ich, egal ist, wo wir reinschauen. Ja. Hm, 23,9, 23,5, 21,5, 2. Klingt jetzt erstmal okay. Ist der gerade auf der schnellen Runde? Oder ist der hinter uns gewesen? Das ist eine gute Frage. Kann ich aus dem Brei schlecht interpretieren. Das ist ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Der ist jetzt auf seiner schnellen Runde offenbar. Oha. Tja, huch. Gut, die Runde wird nicht ganz so schnell, möchte ich behaupten. Ich glaube auch nicht. Haben wir Bottas mal schön reingeschissen. Ja. Ach, der war auf seiner Aufwärmrunde wahrscheinlich. Okay. No. Mist. Oh. Ja, da war doch noch eine Zeit drin, gerade bei Bottas. Ah ja, stimmt. Okay. Hm. Lief ja gut. Boah. Ja, auf jeden Fall dann nochmal losschicken, den den Gasly. Aber nicht auf 9, oder? Nee. Nö. Ja, und wann? Ich weiß halt echt nicht, lohnt sich bis zum Ende zu warten oder. Ich check das, ich werde das Qualifying in diesem Spiel nicht mehr checken. Ich weiß nicht, wie das da Sinn macht, immer zu fahren. Ey. Ja, ich dachte, es lohnt sich, wenn man eine freie Runde hat und vor allem hat man einen guten Reifenabrieb auch. Ja. Das wirklich besser ist, dass wir da im Pulk mitfahren. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Aber probieren wir es halt diesmal so. Ja, meine Güte. Verstappen. Okay. Gut, hab nichts gesagt. Aber auch interessant, dass der antizyklisch fährt. Bei dem klappt es ja offenbar. Ja, und jetzt lasse ich bei Perez von der NASA, bei dem wieder alles verkackt wird. So kann man auch einen Fahrer brechen, ey. wie lang haben wir? 1,08. Okay, kann man theoretisch noch warten. Ja, wenn du rausschicken willst, dann. Komm, mach mal. Hinter Ferrari könnte gut sein. Aber knapp hinter Ferrari. Ja. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Windschatten mit. Bestimmt. Ja, sieht aber auch gut aus. Ich hoffe nur, es geht sich noch aus über Start und Ziel. Gib alles. Na, vielleicht nehmen wir echt ein bisschen Windschatten mit. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht fickt man auch einfach nur rein. Das mit den angefahrenen Reifen glaube ich halt nicht. Also das, was in den Kommentaren stand, ich glaube es nicht. Na, eigentlich macht das ja schon Sinn, wenn es Reifen sind, die du nicht erst warm fahren musst oder die schon mal ein bisschen Grundabriebsfläche haben. Theoretisch in der echten Formel 1, ja. Ich wollte gerade sagen, aber in dem Spiel eben nicht. Weil die halt scheiße sind. Ja. Okay, Norris und Vettel können sich nicht mehr verbessern. Schauen wir mal, was Bottas macht, die wir vorher die Runde verhagelt haben. Und Ocon. Ja. Ocon auch nicht. Ah, cool. Okay, Platz 6. Immerhin. Oder 5 eigentlich wegen Hamilton.
In der Strafe? Ja, Strafe, ja. Aha, ja. Alonso kriegt noch eine Strafe, das heißt, Doom geht auch nochmal nach vorne. Mhm. Na stimmt, wenn Hamilton wieder alles durchwechselt, dann gewinnt Doom sogar zwei Plätze. Der Renntag beginnt und die Spannung steigt weiter an. Und jeder sucht die Taschen ab. Gute Arbeit vom Aston Martin während des Qualifying. Heute ist zum Glück wieder Mann am Werk. Die Frau schaut sich dabei die Reifen an. Die leuchten ja gar nicht. Das Ergebnis abgeliefert und das Team hat nun alle Chancen auf ein gutes Rennergebnis. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams natürlich sollen ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen. Ohne zusätzliche Schwierigkeiten. Es ist Zeit für Kämpfe zwischen den Sanddünen. Natürlich. Hier beim großen Preis der Niederlande. Dabei Land unter, aber ohne Strahle der Himmel. Klar. Weil man hat immer der sagt, der Vogel ist bestimmt blind. Oh, das wäre jetzt so cool, wenn man halt das schauen könnte. Das verstehe ich halt echt nicht, wieso man jetzt nicht in die Wettervorschau schauen kann. Mir leuchtet es nicht ein. Sollte doch möglich sein, dass man jetzt aufs Wetterradar schaut. Ja. Ja, aber echt. Naja, vielleicht haben die Entwickler so weit nicht gedacht. Wie, was vorm Rennstart? Will er wissen, wie das Wetter wird? Oh Mann. Ihr wollt eure Strategie aufgrund des Wetters planen? Nee, nicht mit uns. Wie seid ihr denn drauf? Wetter ist oben am Himmel, nicht bei uns. Ich glaube auch. Naja. Ja, Weichmittel hart, das sieht auch wieder alles sehr gleich aus. Ja. Ja, na gut, das sehen wir dann im Rennen. Platz 4 sogar. Da Position 4. Ah, doch, hä? Hat vielleicht noch jemand nach dem Qualifying wechseln müssen? Okay. Nein, Loser. Ich konnte ja gar nichts. Aber offenbar nur ein Teil, weil Duren ist Elfter. Sagt das Team, dass da jemand hat, der dauernd seine eigenen Fahrer und Leute durchleuchtet. Loser. Ich habe gedacht, jetzt kommt so, sagt der die ganze Zeit vergisst, Ingenieure einzustellen. Nee, das habe ich auch nicht geblickt, das hätte ich auch blicken können. Teile haben wir auch, ja, Teile hast du auch wieder durchgetauscht. Ja. Okay, sehr gut. Hammer. Ja, dann Attacke. Ja, dann. Geht's mit der Taschenlampe-Lady zu Ende? Ach Gott, sie ist da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich überlege, ob ich nochmal pissen gehen soll. Ich überlege gerade, ob ich schlafen gehe. Oh.